Ja, hier ist Holger Bröhr von Bröhr und pa Hallo? Ja, ja, hier ist Holger Bröhr von Bröhr und Partner. Nee. Nee, ich dachte, nee. Nein, nein, Bröhr und Partner. Ach so. Nee, wir sind ja, wir sind eine internationale Personalberatungsagentur und da wollte ich mal fragen, ach, haben Sie schon Personal? Ja, aber wir sind auch gut. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil Sie keine Zahlen. Nee, also wir sind auch gut und wir sind ja auch, ja, wir suchen ja auch Personal. Und das wollte ich jetzt mal, wenn Sie vielleicht mal ganz kurz, denn ich wollte Ihnen das auch mal erklären. Ne, wir suchen ja auch für Sie, wenn Sie denn. Ach, Sie sind gar nicht Ansprechpartner. Wer sind Sie denn? Ach, die Assistentin von Herrn Königs, ja. Was soll ich Ihnen denn jetzt nochmal genau erklären? Das habe ich doch schon. Wir sind, also, wir suchen und finden Personal und das wollte ich auch mit dem Herrn Königs, der, da habe ich mir das hier falsch aufgeschrieben, der ist ja auch Ansprechpartner, der entscheidet ja auch, ne? Wegen Personal jetzt. Ja. Ach so, Anzeigen schalten Sie. Und guten Rücklauf? Ja, das freut mich. Und mit Agenturen schlechte Erfahrung. Ja. Ja, ich höre Sie. Ja, ist gut, dann kann ich mich ja auch demnächst einfach nochmal melden, wenn es denn besser passt dann, ne? Oder? Ja, ich weiß schon, ich habe ja, Sie suchen, aber ich wollte es trotzdem dann auch nochmal bei dem Herrn Königs probieren. Oder können Sie da jetzt mal eben durchstellen? Er hat keine Zeit. Ja, nee, dann ich rufe da noch mal an, ne? Okay, tschüss, ciao. Ja, so oder so ähnlich hört es sich ja tatsächlich im Jahre 2020 bei vielen Unternehmen an oder die Unternehmen werden wollen oder sein müssen oder Verkäufer oder vice versa. Und das war ja eigentlich ja schon jetzt nicht die siebte Sohle, was ich hier mit meinem gespielten Witz vorgemacht habe, sondern das hatte ja schon ein paar Elemente von, ach, guck, ja, hingehört und vielleicht mal eine Frage gestellt. Aber wie soll ich sagen, dem Profi oder demjenigen, der Akquise slash Kommunikation, was es ja eigentlich nur ist, ja, ich habe ja gar nicht verkauft und gar keine Akquise gemacht, sondern es war ja einfach reine Kommunikation. Also dem Profi unter euch, also du vielleicht, dir ist natürlich aufgefallen, dass mehr oder weniger eigentlich alles falsch war. Peinlich, falsch, schlecht, einfach Kacke, ne? Ja, ist so. Zum Beispiel. Da könnten wir jetzt, es ist Wahnsinn, ne? Da könnten wir so lange und so intensiv auch drüber sprechen. Aber schau mal, Telefonakquise, dieses Wort wird ja immer noch gerne benutzt. Ich weiß nicht genau warum, weil was ist jetzt Telefonakquise? Wann fängt die an? Wann hört die auf? Wann ist es ein Telefongespräch? Wann ist es ein Beratungsgespräch? Wann ist es ein ganz tolles Gespräch, weil man plötzlich eine ganz andere Ebene mit demjenigen an der anderen Seite der Leitung hat, ja? Also Telefonakquise finde ich erstmal, und mit dem Mythos will ich ja schon seit Jahren aufräumen, ja, finde ich erstmal scheiße. Sondern ich finde es wichtig und richtig, dass jeder, ja, fast gesagt von der Putzfrau bis zum CEO, in der Lage ist, mit einem fremden Menschen persönlich oder per Telefon darüber zu reden, was wir machen, was du machst, was deine Dienstleistung ist, was sie für einen Vorteil hat und was sie am Ende des Tages kostet. Das wäre jetzt, wie der Amerikaner sagt, Feature Fucking, ja, also einfach nur die Features runterbeten und mit der sogenannten MP, das ist eine Pistole, mit der Merkmals-MP des Gegenüber dann niedermangeln. Aber immerhin hat man dann wenigstens die Fakten drauf. Es soll ja auch Menschen geben, die bei der Kommunikation am Telefon nicht mal die Fakten sozusagen parat haben. Aber ich erwarte von mir selbst und auch von Mitarbeitern und Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, erwarte ich, dass sie eben Kommunikation lieben, die leben, die auch erleben. Und das hat einfach nichts mit Telefonakquise zu tun, ja. Das hat was damit zu tun, dass ich anrufe und sage: Schönen guten Tag, mein Name ist Holger Bröhr. Und glauben Sie es oder nicht, ich bin heute Morgen aufgewacht und neben mir stand so ein Dr. Oetker-Pudding.
Und der war, was ich gar nicht wusste, den habe ich gestern Abend essen wollen. Und über Nacht ist der irgendwie warm geworden und geschmolzen. Und das fand ich witzig. Und Klammer auf, das habe ich wirklich mal so als Gesprächsentree gesagt, weil ich habe mal bei Dr. Oetker angerufen. Also der Auftakt in so einem Gespräch, wie du den wählst, der ist doch immer situationsbezogen. Ja, vielleicht kann man mal über Wetter reden, also man soll ja nicht über Geldpolitik und Frauen reden, aber über das Wetter oder vielleicht bist du auch sogar smart und gut vorbereitet. Das ist das erste Modul, was ich immer trainiere, Recherche, digitale Recherche. Vielleicht hast du dir Gedanken gemacht, wen du anrufst und du findest irgendwas Spannendes, was Witziges, was Interessantes, was gerade zu dem Unternehmen passt. Vielleicht was auf der anderen Seite des Globus passiert und du rufst an, Mensch, mein Name ist Holger Brühr, wissen Sie, ich habe heute gelesen, in Ihrer Branche in den USA geht es ja richtig ab. Und deswegen glaube ich einfach, wir passen zusammen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Sie suchen Personal, klar, zum Glück. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen es nicht unbedingt mit mir machen, weil Sie haben schon eine eigene HR-Agentur und so weiter. Das weiß ich alles. Aber stellen Sie sich mal vor, wie wäre das, wenn Sie mit mir arbeiten? Sie bräuchten nicht um Personal nie wieder Gedanken machen. Oder wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, Sie müssen sich über unbesetzte Gebiete nie wieder Gedanken machen. Oder wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, haben Sie immer im Vorlauf, im Voraus einen großen Pool an passenden Kandidaten und so weiter. Also es gibt ja allein für die Eröffnung unzählige Möglichkeiten, die du dir, tja, wie soll ich sagen, sozusagen aus der Hüfte, ja. Man sagt ja auch unter uns Profiverkäufern, man sagt ja auch, dass Schlagfertigkeit Intelligenz mit erhöhter Geschwindigkeit sein soll. Also Schlagfertigkeit ist Intelligenz mit erhöhter Geschwindigkeit. Also reagier am Telefon etwas, wie soll ich sagen, etwas kreativer. Aber das war jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Einblick oder Ausblick in die Eröffnungsfrage. Es gibt viele Module, es gibt viele Dinge, die man lernen kann, aber dann mit seinem eigenen Credo, mit seiner eigenen Kreativität erfüllt und dann nicht mehr an irgendeinen Leitfaden glauben muss oder sich an den hängen. Klar muss man erstmal Schachspielen lernen, was Kommunikation auch ist. Schachspielen lernen, um dann seine eigene Strategie, seine eigenen Züge manchmal auch reflexartig oder schlagfertig zu platzieren und zu ziehen und zu setzen. Ja? Aber Telefonakquise, hey, ich lasse dir unten mal einen Link da, wenn du mit mir über Akquise sprechen willst, wenn du über Vertrieb sprechen willst oder über Personal oder mal eine Frage hast, wie du besser werden kannst, lasse ich dir den Link unten da. Ja? Außerdem habe ich es natürlich, Achtung, Werbung, in meinem ersten Buch Schneckenhüpfen nicht, habe ich das ganze Modul auch beschrieben. Aber was ich dir heute sozusagen als Learning auch sagen will, ja, hey, es ist nicht Telefonakquise, ja, sondern es ist, stell dir vor, du rufst jemanden an, willst dich mit dem zum Essen verabreden oder du rufst jemanden an und sagst, Mensch, ich weiß was der nicht weiß, also mache ich ihm doch eigentlich sogar eine kleine Freude, ja. Und die Sekretärin, die Assistentin, das zum Schluss ist genauso wichtig wie der Ansprechpartner, also behandelt den oder diejenigen auch so, ja. Ja, ist nicht so schwierig, wirklich nicht, ne. Also dreh's einfach mal in meinem Kopf um, sag nicht Hilfe, Hilfe, Akquise oder Telefonakquise, sondern sag, Mensch, ich rufe jemanden an, ich habe eine gute Idee, ich liebe das, was ich tue, wir haben eine geile Dienstleistung, tolles Produkt und das biete ich jetzt einfach mal an. Und du weißt ja, die Quote ist nicht 10:2, 10:5 oder 40:30, ja, was die Abschlussquote, deine sogenannte Hitrate angeht, sondern die ist im B2B-Bereich immer noch in Deutschland 150:1. Also 150 Kontakte ergeben einen Kontrakt. Und 150 Kontakte kannst du heute mischen. Ja, zur Not packst du auch noch, was ich überhaupt nicht mag, irgendein Funnel dazu. Aber 150 mal den Hörer in die Hand nehmen, bringt dir statistisch gesehen, rein mathematisch gesehen, ein Deal. Musst es nur 150 mal machen. Ne? Und dann möglichst etwas kreativ und etwas besser als ich vorhin. Also in diesem Sinne, keep your circle healthy und bis bald. Ja, läuft noch? Ja? Hör mal, und die Zunge ist das einzige Instrument, was sich bei täglichem Gebrauch schärft, also benutzen, ja? Die Zunge ist das einzige Instrument, was sich bei täglichem Gebrauch schärft. Weißt du, und vergiss mal so ein Tralala und so ein Schnulli wie Telefonakquise und also Quatsch, pass auf, ruf an, mach ein faires Angebot, ja? Ich sage auch immer zu meinen Mitarbeitern, nimm Hörer in Hand und ruf an. Ich sage ja nicht, können Sie jetzt bitte mal Akquise machen? Ich sage, was ein Unsinn, ja? Ich meine, dann müsstest du ja auch abends eigentlich zu deinem Kumpel sagen, du, ich muss mal eben Akquise machen. Ja, um diese Zeit, ja, ich rufe meine Freundin an und frage, ob die mit mir essen gehen. Ich wollte schon was anderes sagen.